Und den Stoff oben, ja? Ja, und war das ein Club, weil es Clubheim geheißen hat? Clubheim weiß ich nicht, das hat er gesagt dazu. Aha. Ein Club und ein Heim, hört sich da. Ja. Was ist der Clubheim, ne? Interessant. Weißenbacher Clubheim, ne? Das war ein Begriff, das Weißenbacher Clubheim. Da haben wir jetzt den Wolfgang Stierber, seines Zeichens Historiker da in Weißenbach. Wolfgang, wo sind wir denn da? Wir sind jetzt da, und zwar, das war die Firma Brem, die was dieses Blockhaus besessen hat. Es also das war, unten, Entschuldigung, das war ein Blockhaus? Es war hier, der Untergrund war, wie Sie sehen, gemauert und oben war ein Blockhaus, ja. Und das war ziemlich unbewohnt. Erst nach dem Krieg, wie die Russen die Firma Brem als Besatzungsmacht übernommen haben, wurde das Blockhaus in Tätigkeit gesetzt von Herrn Baumgartner. Und da wurde hier ein Lokal draus gemacht, in unteren Stock. Und man konnte hier am Wochenende immer dem Tanzvergnügen nachgehen. Das war praktisch da oben drüber, nicht? Aufgesetzt. Ja. Hat das aufgesetzt, ja. Ja. Und jetzt, 2021, im Februar 2021, sind wir da zurück. Wolfgang, danke, dass du mir das gezeigt hast. Und wir werden uns jetzt ein bisschen umschauen. Es war ja auch so herrlich, dass draußen der kleine Löschteich war. Und der war seinerzeit auch sehr gut gepflegt. Ja, da werden wir jetzt gleich mal runterfilmen. Sehen wir jetzt den Teich. Dürfte ein Löschteich gewesen sein, um auch schön zum Spazieren gehen. Aber für uns jungen Leute war das schön, weil es war ein kleines Boot da, eine Zeit lang, und diesen hat man können halt ein bisschen Boot fahren, paddeln. Achso, da hat man Boot fahren können unten? Es war ein einziges Boot, ja. Mhm. Das ist irgendwie im Nach- dem Zweiten Weltkrieg irgendwie übrig geblieben. Wolfgang, ich gehe mal da rein, wenn ich nicht mehr komme, weil wenn wir noch lang reden, fällt es glaube ich jetzt an. Jetzt schauen wir uns das von innen an. Das ist die schöne Rundbauten da. Und da geht's runter. Da schauen wir jetzt rein. Aha. Na, recht gut schaut das nicht mehr aus. Wie hat's geheißen? Unterirdisch sind wir da jetzt im ehemaligen Clubheim bei Weißenbach. Schau her, das sind. Das ist gefährlich. Das sind Holzbalken, ja. Ja, warte, ich kann eh da hin, glaube ich, kann man eh raus. Ja, ja. Da macht es zusammen. Dann stellen wir sie da unter den Torbogen. Ah, da schaut es gut aus. Da ist toll herin. Ma. Immer wieder kann man einen tristen Triumph erleben. Und da jetzt erinnern, in den Ruinen, in den Kellergewölben der Villa Waldfriede in der Nähe von Weißenbach, ist jetzt auch noch zu uns gestoßen Bernhard Trumler, seines Zeichen Heimatforscher da im Tristingtal. Und der Bernhard Trumler wird uns jetzt einiges über die Geschichte der Villa Waldfriede erzählen. Ja, in den 50er Jahren war das da mal ein Tanzlokal in der besetzten Zeit der Diosia-Betriebe und war oben ein Holzbau und ist irgendwann dann einmal angeblich abbrennt. Und jetzt stehen leider nur mehr die Ruinen da. Es steht praktisch nur mehr das Kellergewölbe da, wo wir jetzt sind. Wo wir sie jetzt befinden. Ja, das ist das Einzige, was im Stäblein ist. Na, Gott sei Dank gibt es noch ein bisschen was davon. In der Nähe ist ja jetzt noch unterwegs. Was heißt in der Nähe? Da ein, zwei Gewölbe weiter ist unterwegs der Wolfgang Stierber. Mit dem, was ich da jetzt auch Feldforschung betreibe. Mehr über das Ganze kann man erfahren im Heimat- und Regionalmuseum in Weißenbach. Die bekannten, die Zementfliesen, was in der ganzen K&K-Monarchie bekannt waren. Ja. Da aus in Weißenbach erzeugt. Ja. Wie lange wird das noch stehen?
Was für Leben war da? Nach dem Krieg, Aufbruchstimmung, endlich der Zweite Weltkrieg vorbei. Dann ging man da tanzen. Ich habe in Zeitzeugen mit, im Museumsdirektor Wolfgang Stierbach. Ich war 16 Jahre und bin hier tanzen gegangen und habe hier auch tanzen gelernt. Jetzt ist es rund gegangen mit einem Wort, da in den Berg. Und da sind sie gekommen, von Hirtenberg angefangen, immer nach Berndorf, Bodenstein, immer die ganz jungen Leute, so wie wir früher waren. Warst du auch schon dabei mit einem Wort? Ne? Ja, ich habe in Weißenbach gewohnt, aber die sind gekommen mit dem Zug um 3 Uhr Nachmittag, haben hier getanzt und sind dann mit dem letzten Zug, der war um 7 Uhr von der Bahnstation Weißenbach, ist wieder weggegangen, sind sie wieder alle in ihre Heimat gewesen. Ich Wahnsinn, was das war. Wenn man genau horcht, hört man noch die Russen tanzen. In Köln war ich nie herum. Das ist ein guter Giraffe. Aber du siehst da, was das ist. Das sind, glaube ich, Drasche. Das sind Kaiserzüge, das sind Drasche. Drasche, ja. HD. HD. Heinrich Drasche, Holzinger Dietmar. Ja. Nach mir benannt, ja? Ja, ja, ja. Da war schön, ja. Da liegt der Melodika. Die ist aber noch nicht so alt. Die stammt aus den 60er Jahren. Ja, also, komische Gegend da. Das ist ein ganz alter Fetzen da. Da sind wir jetzt auf der Hinterseite des Clubheims. So Anfang der 50er Jahre war es dann ein Tanzlokal für die Jugend. Für die Jugend nach dem Krieg. Vorhin war ein UCA-Betrieb, die ehemalige Prim. Und da sieht man jetzt, da ist man in die Kölner gekommen. Die Treppe führte hinauf zum Lokal. Jetzt rein. Tolle Ruinen. Kunden was erzählen. Ja, nur auf alle Fälle hat es da herinnen unter 0 Grad. Sonst war das nicht alles gefroren. Aber wie gesagt, da rinnt schon was ich wie viel Jahr das Wasser durch. Oben ist ja nichts mehr drauf. Es sind nur mehr die Decken da. Wird irgendwann einmal komplett zusammengebrochen. Faszinierend.